to Ocean. Das Schlimme ist, ich glaube, wir müssen echt... Ja, mehr als die Hälfte. Die ersten beiden waren Unterwasser-Levels. Unser aller Liebling. Yay, für Unterwasser-Level. Das Witzige ist, ne, es sind zwar Unterwasser-Level, aber es ist absolut nichts Unterwassermäßiges hier. Also, es ist nicht so ein Unterwasser-Level, wie du es dir vorstellen würdest, sagen wir es mal so. Wir brauchen gute Unterwassermusik. Dire Dogs, jetzt sofort. Das Schlimme ist, die Unterwassermusik, die es hier normalerweise gibt, also die normal hier ist es gar nicht so schlimm. Ich habe schon Schlimmeres in meinem Leben gehört. Naja. Ja, es gibt Besseres. Immerhin wäre ich dafür nicht gecopyright-striked. Nee, weil sich jeder schämt dafür, dass er diese Musik besitzt. Deshalb kriegst du auch keine Copyright-Claims. Ja, aber immerhin muss ich mich nicht wieder mit Nintendo anlegen, die mir mein ganzes Geld klauen. Obwohl es von Nintendo ist. Just saying. Spiel ist von Nintendo. Ist auf Nintendo zumindest. Komm. Ach, der Kaiman. Sie ist Level 4. Weggebasht. Das Schlimme ist, bis hierhin kriegst du, das stimmt, der ist eigentlich immer so unpraktisch, weil der einfach mal den Damage halbiert. Das Problem ist, ey Dragon Shad, das Problem an ihm einfach ist, für das, was wir haben wollen, was wir wirklich, wirklich wollen, dafür brauchen wir etwas, was nicht Wasser ist. Weil das Vieh ist ein fucking Blitzelementar. Von daher ist Wasser dumm. Naja, wenn man Kurzschluss kriegt. Ja, so weit denkt das Spiel dann leider nicht. Deshalb denke ich manchmal wirklich, dass Elektro-Gegner Wasser als Schwäche haben sollten. Ich kann verstehen, warum. I can definitely see why. Klar, Elektrizität ist auch stark gegenüber Wasser halt. Wenn du ein Starkstromkabel in den See hältst, dann frittierst du mal eben alle Fische. Aber ja, andersrum, wenn du auf ein elektrisches Gerät Wasser drauf kippst, dann ist das kaputt. Eben, ist kaputt. Ich schätze mal, ich werde das heute noch so weit spielen, dass ich hier die, die Fernsteuerbomben habe, sag ich mal. So, dass wenn wir das nächste Mal spielen, dass wir denn, ja, das Ganze hier frustfreier durchläuft, sag ich mal. Einfach leichter, simpler, angenehmer. Yeah. Fart. Blöde Scheißfische. Fällt dir da hier ein? Freaky Fish Guy. Sowas liebe ich ja. Random Leute, die einen N und dann in einen Gruppencall reinziehen. Oh, das habe ich damals in Skype so gehasst. Nach dem Motto, warum sollte ich? Ich bin ja so sozial und versuche dann erstmal auch ein Gespräch zu starten, so halt, wenn mich einer edit, da sage ich dann nicht direkt nein. Können sich ja eine Freundschaft daraus ergeben, wer weiß, aber öfter denn je ist es dann doch eher, hey, ich bin ein Troll und meine liebste Zeitvertreibung ist es gerade, mein liebster Zeitvertreib ist es gerade, dir auf den Nerven zu gehen. Acting like a dickhead. Wirklich, das habe ich so damals in Skype gehasst. Wenn ich einfach jeder in so einen Gruppencall reinhauen konnte. Und dann haben mich teilweise Leute so in Gruppen reingezogen, wo wirklich hunderte Leute da waren und ich null Personen kannte.
Und ich so, und was soll ich jetzt hier? Ja, das hatte ich jetzt auch gerade gemacht. Also ich kannte keine einzigen. Die neue Person, die mich gerade geerdet hat, die hat mich in diesen Gruppencall gehauen und dachte so, ja, ich kenne dich nicht. Und mal davon abgesehen, ich finde sowieso absolut unhöflich, wenn dich jemand einfach so ohne zu fragen auf Discord addet. Mhm. Das ist davon mal abgesehen. Also ich weiß auch gar nicht, woher der meine Kontaktinfos hat, weil er, gut, man kann sie vielleicht auf Twitter einsehen, ja. Aber sonst, er hatte keinen Server, den er mit mir geshared hat. Er hatte keine Freunde, die er mit mir geshared hat. Das war schon sehr dubios. Dubios? Alter, du glaubst es gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich hoffentlich morgen meinen neuen Stuhl kriege. Na doch. Mir tut so der Hintern. Oh ja, oh, das Drama. Ich muss einen Stuhl zusammenbauen. Ich glaube, ich werde versagen. I will fail. Nee, Stardew Valley habe ich für PC, ja. Und das gibt's dann auch morgen für PC. Ui. Weiß ja nicht, ob du so der Gärtner-Typ bist, aber gut. Ja, wurde gefragt, ob wir das streamen. Ich so, ja, why not, ne? I'm down for stuff. Ich bin mal ganz ehrlich, von dir würde ich lieben gerne einfach mal so ein richtig extrem random Animal Crossing Let's Play oder One-Shot oder so sehen, wo du einfach nur den ganzen Stream über ausrastest. Wie jetzt? Ja, dass du wirklich halt so Chainsaw Man 16 mäßig. Achso, so meinst du das? Und so, du, ja, Kuh ernten, so, ja! Ja, so. Ich höre nur extrem random und Chainsaw Man und hab schon genug. Soll ich euch wieder alleine lassen oder? Nee, ich dachte gerade so, weil Cheryl gerade sagte, er will morgen Stardew Valley streamen. Ich weiß ja nicht, ob morgen, aber im nächsten Stream halt. Und ja, morgen. Der dachte mir da so, da gibt's doch auch noch so ein anderes Spiel, was halt so ist, nämlich Animal Crossing. Und dann dachte ich mir so, komm, Shadow, sei mal richtig bescheuert und mach mal Chainsaw Man 16 like ein Let's Stream von Animal Crossing. Einfach nur den ganzen Stream über ausrasten. 3 Stunden lang oder so. 3 Stunden? Nicht mal Chainsaw Man kriegt das hin. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen weiter Sprung von dem Spiel zu Animal Crossing. Ich dachte mir einfach so, beides hat Sachen, die... Andy, das ist ein Harvest Moon Klon. Ich weiß, aber irgendwie ist in meinem Kopf Harvest Moon und Animal Crossing und Stardew Valley fast dasselbe, weil überall pflanzt du was an und kannst was aufbauen. In dem einen wirst du von einer bösartigen Trierne massakriert, erpresst und gefangen gehalten. Ist das noch nie aufgefallen, selbst wenn du die Reihe nie gespielt hast, so wie ich. Egal was du machst, es kommt immer einer an. Oh, du hast Schulden bei mir. Ja, davon mal abgesehen. Bei Stardew Valley oder? Nein. Nee, Animal Crossing. Achso. Ja, Animal Crossing ist ja einfach so, du hast dir ein Haus gekauft und dann hast du Probleme bei jemandem gekauft. Du hast ein Haus gekauft. Du wurdest dazu wirklich gezwungen. Ja. Du hast nicht die Option zu sagen, nein, ich möchte dieses Haus nicht. Ich möchte es nicht. Ja, wo willst du denn diese ganzen tollen Duschen, die du von irgendwelchen random... Du bist ein Gamer, denk dir den Rest. Stardew Valley Programm hast du dir eigentlich installiert. Warum fragen das jetzt alle? Bin ich der Einzige jetzt, der rausgekriegt hat, wie man den Scheiß behebt? Es wundert mich überhaupt, dass es bei dir nicht funktioniert hat. Ja, das ist halt absolut. Ich hab's runtergeladen, schon vor ein paar Tagen. Klick auf Starten. Und dann steht da bei Steam, wird ausgeführt. Ende. Nothing happened. Und dann musste ich irgendwie so ein XNA schieß mich tot installieren. Keine Ahnung, was das war. Das lag irgendwie im Ordner in Steam. Musstest du installieren, damit das überhaupt startet. Und jetzt startet es zum Glück. Jetzt muss man nur um hier mit anderen zu spielen. Das wird nochmal witziger.
Philipp, wie lang streamst du noch? Was meinst du? Eine Stunde? Anderthalb? Stunde könnte hinkommen. Das, was ich da noch machen muss. Also, was ich noch machen. Was ich noch schaffen möchte, sag ich mal. Es ist noch ein bisschen was. Koi, koi. Was? Überlegt, vielleicht mache ich hier. Gesagt, du bist der Erste, den ich kenne, der damit Probleme hat. Seriously, guck mal bei Steam rein. Ich bin nicht der Einzige. Da haben sehr viele das Problem. Bei dir ist es aber generell so, dass die Technik ab und zu mal rumspinnt. Aus irgendwelchen Gründen, die sich kein Arsch erklären können. Ja, das ist mein Glück. Weißt du was, ich mache jetzt den Stream für ein oder zwei Stunden, Stunden noch an und spiele einfach nur Isaac. Isaac? Ja, warum nicht? Chill Stream. Ja, also einfach nur so ein bisschen kurz noch was. Damit man heute ein bisschen was gemacht hat. Weil sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen, dann drehe ich mich wieder Belzen im Bett und die Leute haben mir heute da nichts von mir gehört. Oh mein Mamu. Ja, du. Müsste jetzt wahrscheinlich noch das Level hier, keine Ahnung wie lange das noch geht, den Boss danach, hey RP Together, und ich glaube in der Stage danach ist schon das, was ich haben will. Nämlich so ein Bombenvieh, was mir quasi die Fähigkeit der Fernzündbomben gibt, was in diesem Spiel einfach mal busted ist. Und einfach mal die Downtime in die zur Hälfte cuttet. Isaac! Prozac! Wegmachen, den habe ich ja nicht mehr. Aber ich sag ja, ne? Selbst wenn morgen irgendwie der Stuhl während des Streams ankommt, ne? I don't give a fuck. Ich baue den auch während des Streams zusammen von mir aus. Oh ja, live zusammen. Deine Tiere verhungern, deine ganze Ernte dort aus. Mir egal. Ich hab ja meinen Stuhl. Fuck you. Also, mein Arsch ist wichtiger. Das hat die ultimative Macht des Pausierens. You fool! Mein neuer Bürostuhl, weil mein jetziger Stuhl einfach nur wehtut. Ohne Scheiß, ich sitze da so, der ist so unbequem und ich sitze da so scheiße auf my butt hurts. My buttocks. Ja, wo ist denn jetzt mein... My bottom. Meine Güte, wo ist mein fucking Mauszeiger? Ach ja, toll. Ja, ein Stuhlbaustream. Bin ich hier Nummer 1 der Stuhlbauer auf Twitch. Geil. Und dann kann ich sagen, so hier, New Generation. Heimwerk Let's Play. So in etwa. Tim Ellen Heimwerker und Streamer wäre. Tim Taylor, der Heimwerker-Bödel. Oh Gott. So, Chillstream im Keller mit Isaac. Immer so. Kellerman. Nach wie vor, dass es bei euch einläuft. Isaac ist wiederum so ein Spiel, ich gehe in einen Raum und hab plötzlich Slow. Binding of Isaac normal oder das Rebirth? Rebirth. Ich weiß nicht warum, vielleicht geht's einfach an deine alten Mühle. Alte Mühle. Ach nee, die wurde ja letztens zu neu wieder zusammengebaut, ne? Ja. Stimmt, ja. Sorry, Roland, hab ich total vergessen. Ich könnte es mir höchstens erklären, dass der irgendwie sucht, hat er eine Grafikkarte drin? Oh, ja. Ist zwar nur so ein Poop-Spiel, das auf Sprites basiert, aber ey. Naja, es ist dann aber ein Spiel, wo viel auf dem Bildschirm passiert. Und das ist ja das Problem. Es sollte trotzdem nicht so rumspacken. Ich meine, klar, wirklich, du gehst in einen Raum und hast Slow Motion.
ich sag ja, Pepsi Man ist so eine Sache. Wenn ich... Ich muss mal Keso irgendwann fragen. Vielleicht gibt sie mir dann irgendwann den, ihren funktionierenden PSX-Emulator. Weil das Ding ja Einstellung braucht bis zum Abbrechen. Und dann, let's play Pepsi Man incoming. Danke für den Host, Zucky. Oder ist das ein Autohaus? Wahrscheinlich ist es ein Autohaus. Weil der war instant da. Ist noch nicht mal in meinem Chat, glaube ich, drin. Ich wurde auf Autohorst. I just been in this place before. Alter! Toll, Punching Bag. Gag! Aggressives Geld! Warte mal. Ich brauch mehr Gamma. Ist zwar ein bisschen cheaten, aber ganz ehrlich, das Spiel ist viel zu dunkel. Das war's, glaube ich, schon immer so ein bisschen. Also, jetzt gerade mit Curse of the Darkness oder wie es auch wieder nochmal hieß. Ah. Ein Phoenix! Urk of the Urk. War jetzt gerade wirklich hardcore dunkel. Oh, Health Up, toll. Als Eve brauche ich. Definitiv. Na gut, für Devil Deals. Aua. Ah. Ich bin voll aus der Übung mit dem Spiel. Hallo Manni, und ja, du hast recht, das ist sehr dinkel. It's much dinkel. Was ist mit Lawrence? Mann, er hat mich doch gerade angekündigt. Ich sehe zumindest eine Nachricht, ja. Lawrence! Der Punching Bag macht eigentlich alles durcheinander. Ach, scheiße, Schatten im Dunkeln zu sehen. Super. Wolle Kraft voraus! Shoot, shoot. Aua. Warte. Extra hard on und... Found hold on. So. Irgendwer macht hier Pommes. Aber geil. Ist mehr Pommes. Fucking hell. Achso. Aber jetzt macht die wenigstens Schaden. Seven Seals has appeared in the basement, bis? Das hatte ich doch vorher schon. Ich find's schön, wie ich jetzt die ganze Zeit Sachen freischalte, die ich schon seit Ewigkeiten habe. Cool. Mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Explosive Qualle. Oh Mann. Boah, so geil. Ein Raum für zwei nehme ich gerne. A room for two? Nope. Miss Sophie. Same procedures every year. Ich töte Geld. Ich hätte lieber Geld. Das Töten scheint mir immer so leicht kontraproduktiv. Fancy. Ein Goldschlüssel. Bammy, Bammy. Ich hab ein U-Boot. Was willst du jetzt machen, ne? Ich hab'n Reifen verloren! Ich hab'n Reifen verloren! Es ist nicht so, als ob ich mich einfach... Nur mal so, ich kann mich einfach hier hinstellen und... Was willst du dann tun, ne? Vielleicht jetzt nicht so geil, aber kann man nehmen. Das ist schlecht. Oh, ich hasse den Punching Bag, das ist kacke, ja.
Bullshit. Bullshit. Oh, Basement XXL, ich freue mich auf mega viele Spinnen. Yay. Alter, he dead. He fucking dead. Ich bin ein wenig aus der Übung an alle Leute, die mir gerade zugucken. Es ist ein wenig schwierig. Er ist nicht einfach nur schlecht, er ist einfach aus der Übung. Ja. Ich warte mal richtig gut. Nein, nicht der Rackman. Fick dich doch ins Knie. Das ist doch ein scheiß Gegner. Rack dich doch ins Knie. Oh. Der Typ hat einfach viel zu viel Leben. Mein Leben. Wenigstens stimmt die Musik. Toll, ein HP ab. Das brauche ich auch unbedingt. Monstro in einem super kleinen Raum. Geil. Oh, ich erinnere mich an die Olle. Nicht wirklich pleasant, aber ich erinnere mich. Toll. Magic Town. She just fucking walks away. Hangman, but... Kabutsch. The fuck? Schön, wie ich Sachen einfach random freischalte. Und 10. Ein Penny. Oh, der weiße Lotus. Fancy, also Eden's Blessing. Also nicht diese Karte aus Magic. War es nicht der schwarze Lotus? Ja. Der schwache Lotus. Der teure Lotus. Ja, eben. Das Ding war, glaube ich, die Karte war super teuer. War genauso wie damals Schrumpfen von Yu-Gi-Oh! Die Karte, die du einfach... Die Karte, die du einfach überall in jedem Videogame-Teil einfach nachgeschmissen bekommst, aber im realen Leben war sie irgendwie nur in dieser einen Holo-Form zumindest dreimal gedrückt worden. Ja, eben. Irgend sowas war das. Also nicht Holo, klar gab's das auch, aber auch spielbar, aber die Holo-Variante war halt kacken selten. Ja, doch, ich meine mich zu erinnern. Ach, Moment. Einmal aufnehmen, damit das nicht mehr im spawnt. So. Ich erinnere mich. Das macht man ja so, wenn man ein Voll-Pro-Isaac-Spieler ist. Wer seid ihr denn? Euch kenne ich ja noch gar nicht. Ich find's lustig, wie einfach ab und zu mal Gegner hier in Isaac auftauchen, die ich nie gesehen habe. Obwohl ich das bei dem Spiel schon über, weiß ich nicht, 500 Spielstunden drin hab. Soll's geben. Sie hat mir einfach ihren Arsch ins Gesicht gedrückt. Wambo. Ja, okay. Wambo. RCS Wambo. Bombo. Hier sind zwei Coins, die du dir nehmen kannst. Die und die. Komm. Mach hin. Hier. Da. Ich werde mich jetzt mal so richtig unbeliebt bei Leuten machen. Ich hab nie Magic verstanden. Naja. Ich habe das Spiel nie verstanden. Ich bin ganz ehrlich, ich kenne die Regeln auch nicht. Ich kenne nur halt ähnliche Kartenspiele wie jetzt hier Force of Will oder so. Das Schlimme ist, ich habe damals ein Spiel, was ich eher verstanden habe, war fucking Duel Masters. Das habe ich nie verstanden. Jetzt könnte ich es dir auch nicht mehr erklären. Oh, ich muss noch eine Stage machen. Oh, wie dreckig.